So, hallo und herzlich willkommen zu Until Dawn. Jetzt wollen wir ja checken, was wir machen. Buch lesen oder Handy schauen? Ach, pff, gucken wir mal. Das hast du jetzt nicht getan. Nimm die Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Du bist umzingelt. Aber wie könnte ich mich da noch wehren? Welche Wahl habe ich, eine sexy junge Rebellin, denn noch, als mich dem jungen, strammen Militäroberst zu ergeben, der mich festnehmen will? Ich, keine Ahnung, wenn du es so sehen willst. Hey! Au! Oh, voll in die Fresse. Wo versteckst du dich, kleines Vögelchen? Wow! Ah. Hey! Mist! Hallo! Komm schon! Hey, Mike! Boom, Schakalaka! Okay, jetzt hast du mich. Schon Du kannst dich nicht verstecken, Michael. Ich kenne all deine Tricks. Ich wollte es im Film fertig zu tun. Machen wir es einfach mal. So geht das. Ich finde dich, Jeff. Und dann was? Whoa. Es reicht. Oh, wow, ja. Nichts da. Jetzt bist du dran. Hab dich, das war's. Endstation. Hast du mich jetzt flachgelegt? Ich weiß nicht. Ich glaube, das wüsstest du, wenn's so wäre. Okay. Mal sehen. Sagen wir also mal, ich habe gewonnen. Du bist eine würdige Gegnerin, Miss Jessica, die Schneeball-Queen. Okay, das klingt fast schon reizvoll. My Lady? Wow, gib dir lieber noch was für später auf. Endlose Reserven. Wir sollten zur Lodge gehen. Ja. Auch wenn es hier echt schön ist. Beinahe atemberaubend. Ich meine, ich könnte auch hier bleiben für ziemlich lange. Vorausgesetzt, ich könnte mit dir rummachen. Nur rummachen? In Gänsefüßchen. Tja, ich fürchte, irgendwo zwischen diesen Gänsefüßchen frieren wir uns zu Tode. Ja. Da kommt noch jemand dran. Da sind wir wieder. Und wie fühlen wir uns jetzt? Ich finde, dass wir gut vorangekommen sind in der letzten Sitzung. Aber ich bin beunruhigt über die Situation. Dieses Mal versuchen wir, zu den Wurzeln deiner Ängste vorzudringen. Jetzt nimm dieses Buch und blättere darin. Du siehst da Sets aus Bildern und Symbolen. Ich möchte, dass du mir sagst, welches Bild in jedem Set dich jeweils am meisten verängstigt. Ja, Männer machen mich nervös, Frauen machen mich nervös. Was? Flugzeuge machen wir uns, gedrängte Menschenmassen. Ich fürchte mich vor Höhen, ertrinken. Schlangen oder Ratten?
Messer sind beängstigend, Waffen sind beängstigend. Man sollte niemals ein Messer zur Schießerei mitbringen. Ebenso wenig wie, wie unbewaffnet zu einer Messerstecherei aufkreuzen. Eigentlich ist beides scheiße. Kakerlaken oder Schlangen? So, Clowns oder Vogelscheuchen? Clowns sind immer gruselig und Vogelscheuchen eigentlich auch. Na, gehen wir auf die Vogelscheuchen. Blut ekelt mich an, Krähen beängstigen mich. Weder noch. Habe ich dich erschreckt? Verzeihung. Du machst das wirklich gut. Sei nicht nervös. Okay. Versuche es etwas schneller. Je mehr du dich auf deine Instinkte verlässt, desto ehrlicher sind die Antworten und desto aufschlussreicher wird dieses Erlebnis. Okay. Na dann definitiv. Zombies oder Vogelscheuchen. Wölfe oder noch mehr Nadeln. Ja, ich fürchte mich einfach mal vor allem, dann ist gut. Oh, und Stürme. Ich bin ein sehr ängstlicher Mensch. Das ist sehr interessant. Danke dafür, dass du so gründlich. Spinnen, Zombies und Gewitter. Tolle Kombination. Klingt perfekt für Freitagnacht. wow. Tja, ich fürchte, unsere Zeit ist mal wieder um, aber ich verspreche, wir sehen uns bald wieder. Der Typ ist mir absolut nicht geheuer. Was bisher geschah bei Until Dawn? Findet ihr das nicht ein kleines bisschen krass? Ach, komm schon, sie hat es verdient. Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Ist mal nur ein Spaß, Han. Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern. Ich muss erstmal zu Sam. Verdammte Scheiße! Und ich musste nach hinten. Und neben Josh, als Banknachbarn. Boom. Schmetterlingseffekt. Mann, mit jedem Aufstieg kommt mir der Berg höher vor. Ach ja? Das denke ich mir auch immer. Josh, Bruder von Hannah und Beth. Kompliziert, nachdenklich, liebevoll. Ja, komm schon, du warst so oft hier. Für dich schrumpft er doch sicher. Ja, das stimmt wohl. Dann sorgst du mir mal für ein paar Handymasten. Ich habe schon Entzugserscheinungen. Hast du mal eine Million Dollar für mich? Dann kriegst du die Dinger sofort. Witzig, dass du das sagst. Ich habe sie in der anderen Jacke. Ups. Hey Leute, war der Aufstieg okay? Ja. Na, mehr oder weniger. Aber es ist schön, dich zu sehen.
Was ist mit dem? Yo, 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 steigt hier oben mal die Party oder was? Klar, Mann. Ist alles okay oder wollen wir lieber tratschen? Ach, wir tratschen lieber. Und Matt und Emily sind ein Pärchen, ja? Ja, scheint so, Mann. Und was sagt Mike dazu? Ich hab das Gefühl, Mike hat schon alle Hände voll. So wie immer. Verdammt, das blöde Ding. Vereist. Was sonst? Vielleicht gibt's noch einen Weg rein. Es gibt 1000 Wege da rein, nur alle verschlossen. Es gibt sicher ein Fenster um die Ecke, das wir vielleicht aufmachen können. Warte mal kurz, du meinst also, wir sollten einbrechen? Ich glaube nicht, dass es Einbruch ist, wenn du da wohnst, oder? Hey, nicht, wenn ich die Cops nicht rufe. Geh mal voran, Kumpel. Hey, Ash. Hey, Chris. Unruhig zuversichtlich. Und? Wie läuft's bei dir? Gut nur. Etwas kalt. Ich bräuchte jetzt ein warmes, kuscheliges Feuer. Ja, das hört sich verlockend an. Ach ja, wenn das nicht wieder mal eines dieser begriffsstutzigen Paare ist. Gut, aber dann gucken wir jetzt mal, wie wir jetzt in dieses Haus reinkommen. Hoppala. Gucken denn. Sie schlägt ein wie eine Bombe aus dem Nichts, oder? Ich will ihr am liebsten den Parker runterreißen und mich mit ihr im Schnee wälzen, klar? Zustimmen. Ja. Absolut, Mann. Wann willst du denn die Kleine ins Bett kriegen? Als hätte ich da Chancen. Komm schon, Mann. Sie verbringt doch praktisch ihr gesamtes Leben nur mit dir alleine. Ja, aber nur als Freunde. Hör zu, Alter. Sieh dich um. Sieh dir die herrlichen Berge an. Siehst du hier irgendwo Eltern? Ich meine, gibt's irgendwo ein perfekteres, super Szenario, so vollgepackt mit erotischen Möglichkeiten? Du und Ashley, endlich allein. Du hast die Vorarbeit geleistet. Du warst der perfekte Gentleman. Jetzt hol sie dir endlich in die Kiste! Vielleicht hast du recht. Du bist ein Killer, Bro. Keine Furcht, keine Gnade. Ich meine, sie wird nicht wissen, wie ich... schon gut, kapiert. Wow. Also aufbauen kann der Josh schon mal. Gucken also. Wir mal. Gucken wir mal, Statusreport. Romantisch ist gestiegen, tapfer ist gesunken. Weshalb das denn? Hilfsbereit, witzig. Romantisch, neugierig, okay. Lautet der Plan, um in die Lodge meiner Eltern einzubrechen? Ich hab nicht gesagt, ich hätte einen Plan. Ich dachte, du hättest einen. Denk dir was aus, Kumpel. Sonst hast du hier vier entzückende Ladies, die sich den Hintern anfrieren. Ich sag's dir gleich. So kriegst du sie nicht in die Kiste. Oh shit, keiner steht auf Frostbeulen. Das ist absolut richtig. So, haben wir hier hinten noch irgendwas Interessantes? Ne, hier ist eine unsichtbare Wand, an die ich nicht rankomme. Verdammt, sieht hier langsam der Saft aus. Jetzt fällt mir auch noch mein GPS. Na toll. Bin ich mal draußen und könnte es tatsächlich benutzen. Bist du nicht mal ohne dein Handy klar? Was? Wieso? Du redest von nichts anderem. Naja, es kann halt so viel Zeug und... Ja, hast du eine App, die uns in die Lodge reinbringt? Nope. Eine App, mit der du ein Date kriegst? Ja, eigentlich gibt's also, da... hast du nicht. Die Antwort ist... Hast du nicht. Ja, das nenne ich ja mal clever. Sehr gut. Ja, recht, das Stick. Noch ein Stück. Das sah schmerzhaft aus. Alles okay. Hätte ich in der Kletterstunde mal besser aufgepasst.
meinst Sport? Ja, da, wo man das Seil hoch muss. Oh. War ich das? Ich glaub nicht. Hier, nimm das. Oh, Chris, ich hab gerade eine Wahnsinnsidee. Ja? Absolut. Lass hören. Okay, also, ich bin ziemlich sicher, ich hab noch irgendein Deo in einem der Badezimmer. Benutzt doch das mit dem Feuerzeug. Ich schnall das nicht. Wie soll uns ein Deo-Stift denn helfen? Spray, Mann, es ist Spray. Oh, ja, jetzt verstehe ich. Flammenwerfer. So wie bei unseren Spielzeugsoldaten. Ja, die so schön schmelzen. Einfach das Spray ans Feuerzeug halten und husch. Bye-bye, vereistes Schloss. Bingo. Okay, du kriegst das hin. Ich muss schnell was erledigen. Ist es okay, wenn du dich kurz allein durchs Dunkel kämpfst? Nein, aber ich mach's. Geh mit Gott, Partner. Ja, geh, aber geh mit Gott. So, dann gucken wir uns noch ein bisschen um hier. Es ist wahrscheinlich eine ziemlich große Lodge. Ich habe keine Ahnung, wie groß oder klein eine Lodge ist, persönlich. Ich habe davon keine Ahnung. Was haben wir denn hier? Das ist wie ein Totem. Oh, ein grausamer fast Feuertod, so wie das aussieht. Huhu. Oder wie auch immer in amerikanischen Filmen. Hallo, ist da jemand? Ich bin hier. Tötet mich bitte gleich. Hier ist tatsächlich jetzt erstmal nichts mehr weiter. Dann gehen wir nochmal glatt in die Lodge rein. Man hätte sich hier tatsächlich mal ein bisschen Elektrizität wünschen können. Da ist etwas, was wir uns angucken können. Ha! Echt cool. Hinweis entdeckt, Familienporträt. Muss ich das noch näher angucken? Nein. So geht das hier noch links weiter. Ich sehe nichts. Nee, da geht's nicht weiter. Was war das denn? Ich würde sagen, es war eine Tür. Büffelschädel, immer eine passende Dekoration. Nee, da wollte ich jetzt nicht hin. Genau. Wir gucken uns erstmal in dem Raum hier um. Da scheint die Eingangstür zu sein. Da brauchen wir noch gar nicht erst weiter. Obwohl, wir können uns die Eingangstür tatsächlich angucken. Oh. Hi Chris, wirklich witzig. Da, woran habt ihr mich erkannt? Solltest du nicht mal das Schloss öffnen oder sowas? Okay. Ein bisschen blöd tun kann ja jeder mal. Gehört ja mit zum Leben dazu. So, gucken wir mal. Ich sehe dunkel. Ich sehe immer noch dunkel. Ist ja wirklich dunkel. Nein, ich will noch nicht hoch. Aha. Bereit für den Seniorenabschlussball. Hannah, Sam, Mike, Emily. Okay, da geht's schon mal nicht rein. Verschlossene Türen sind immer sowieso die besten. So, hat's hier gerade geglitzert? Ja, hat's geglitzert.
Natürlich nicht. So, jetzt sind wir, glaube ich, einmal rum. Genau. So, das haben wir uns angeguckt. Dann gehen wir mal hier lang. War nicht gerade ein Bild? Ah, da von Josh. Aber das können wir uns nicht weiter angucken. So, aber wie wir hier Licht schaffen oder die anderen reinkriegen in die Lodge, das schauen wir uns auch dann beim nächsten Mal an. Bis dahin, ciao!